sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 950. Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und eines muss ich euch mitteilen. Ich bin ganz oft samstags oder auch sonntags eigentlich nie. Samstags bin ich ganz oft im Transmontana-Essen. Das ist ein portugiesisches Lokalrestaurant, was immer ihr wollt, im Schanzenviertel in Hamburg. Und dieses Lokal hat 2 Eingänge und ich wusste es bis heute nicht. Denn ich habe mich immer brav da angestellt, wo auch die anderen Leute früh in der Schlange stehen, weil samstags ist es da immer ziemlich überfüllt. Aber es lohnt sich da anzustellen, weil die haben so die typischen Sachen wie einmal natürlich den portugiesischen Milchkaffee, den Galão, aber die haben auch diese portugiesischen Brötchen oder Croissants, die mit Schinken und Käse überbacken unglaublich lecker sind. Und man stellt sich, so wie man es kennt, immer in der Schlange an, da wo die anderen auch stehen. Jetzt war ich aber heute mit einem Freund da verabredet, der den Laden noch nicht kannte. Und ich war ein bisschen eher da, sodass ich mich da schon angestellt hatte und meine Sachen auch schon bekommen habe. Und er kam, wie gesagt, später und kam wirklich wenige Minuten danach wieder an den Tisch und hatte alles dabei, seine Brötchen, sein Galão. Und ich sagte, sag mal, wieso ging denn das jetzt bei dir so schnell? Und er sagt, ja, ich war in der linken Tür. Wie in der linken Tür? Ja, da gab es noch eine Eingangstür, eine zweite Eingangstür mit einem zweiten Tresen, wo keiner stand. Ja, wirklich niemand. Alles reihte sich in der Schlange ein, die eh schon lang war, wo man fast eine halbe Stunde warten muss, bis man endlich sein Essen und Trinken hat. Und die zweite Möglichkeit, seine Sachen zu bekommen, auch im selben Laden, nur ein anderer Eingang, da stand niemand. Und es ist so typisch für uns. Wir sind ja alles letztlich auch nur Lemminge, die sich immer da anstellen, wo alle anderen auch stehen. Mein Tipp deswegen, erstmal eine Runde gucken, auch wenn es ein Laden ist, den man schon lange kennt. Man lernt immer noch dazu und möglicherweise gibt es einen zweiten Eingang, wo die Bedienung wesentlich schneller geht, weil keiner vor einem ist. Man muss einfach nur die Augen offen halten. Das musste man auch heute am Abend, denn Deutschland hatte die Möglichkeit, mal wieder eine partielle Mondfinsternis zu sehen. Eine partielle oder eine Mondfinsternis entsteht immer dann, wenn der Mond, die Erde und die Sonne in einer Linie liegen und die Erde quasi die Sonne, den Mond beschattet. Ein sehr, 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 sehr schöner Anblick. Übrigens hat das schon die alten Griechen dazu verleitet, zu glauben, dass die Erde eine Kugel sein muss. Denn der Schatten, der sich auf dem Mond abbildet, der hat genauso die Rundung unserer Erde. Und das lässt schon diesen Schluss zu, dass die Erde wohl doch eine Kugel sein muss und keine Scheibe ist. Ein sehr, sehr schöner Anblick. Der Mond, der sich langsam verdunkelte, weil der Erdschatten immer größer wurde. Und als die Erde dann den Mond komplett verdeckt hatte, leuchtete der in einem tief orangen Licht. Es ist das nächste Mal soweit. Ich glaube, im Jahr 2011, im Dezember, haben wir wieder die Chance, ein solches Spektakel zu sehen in Deutschland, wenn dann keine Wolke am Himmel ist, so wie es heute über Hamburg auch der Fall war. Keine Wolke am Himmel und ein wunderschöner Mond, der sich verdunkelte. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Teile noch schnell mit, dass das Gewinnspiel von 2 Hörern gleichzeitig gelöst wurde, nämlich von einem Matthias Steinbeck und von einem Robin Roth. Die haben die richtige Lösung geschickt. Es waren so viele E-Mails in den letzten Tagen und leider alle falsch. Die beiden genannten Personen haben die richtige Lösung gefunden. So, jetzt muss ich auslosen zwischen den beiden. Aber die Chance ist 50-50, dass es einer von beiden bekommt. Dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder aus der Freien und Hansestadt Hamburg. Euer Reiko.